dispossessed and stateless dynasty after 1,000 years of rule. So the story of my family. Good afternoon, ladies and gentlemen. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin Heinrich der 13., Prinz Reuß und der Nachfahre einer alten deutschen Dynastie, welche sich zurückverfolgen lässt bis rund 900 nach Christus. So wurden ca. 1000 Jahre und nicht nur 5 Jahre einer Legislaturperiode durch diese Familie die Region Gera und das Umfeld Thüringen geprägt. 1920 war diese eine der reichsten Städte Deutschlands mit einem Steuersatz von 10%. In den folgenden 10 Minuten möchte ich über die Abschaffung der Monarchie und das Leid, welches darauf folgte, sprechen. Eine Kombination aus der Unterwerfung angeblicher Regierungsstrukturen, die bis heute noch in Kraft sind und die Sie mit Steuersätzen zwingen, bis September von Oktober zu arbeiten, jedes Jahr. Ich möchte über die Menschen sprechen, die es betrifft. Menschen wie meine Familie. Enteignung, Mord, Vertreibung aufgrund manipulierter sogenannter politischer Ereignisse. Allesamt Gegner von Strukturen, die sich über 1000 Jahre erfolgreich bewährt hatten. All dies, weil es für diese Gegner schwer werden würde, ihr trügerisches Modell tief zu verankern. Trügerisches Geschäftsmodell, Entschuldigung. As the Rain Prince was forced to abdicate 1918-1919, mein Urgroßvater als regierender Prinz wurde unter unbegründetem Druck gezwungen, infolge des Ersten Weltkriegs unschuldig abzudanken, da dieser durch Ausländer angestiftet war, was heute bewiesen werden kann. Bis dahin war alles in Ordnung im Fürstentum Reuß und die Menschen lebten ein glückliches Leben, denn die Verwaltungsstrukturen waren überschaubar und klar. Lief etwas nicht rund, ging man zum Prinzen. Wohin gehen Sie heute? Zu Ihrem Parlamentarier? Landesebene? Bundesebene? EU-Ebene? Viel Glück. Durch die Abdankung meines Urgroßvaters hat er und auch andere souveräne Häuser sowie die Hergabe des Landes und die damit verbundenen Gebietskörperschaften die Bildung des Landes Thüringen, wie wir es heute kennen, erst ermöglicht. Er hatte von diesem Abdankungsvertrag ein Rücktrittsrecht, wenn das verbleibende Privatvermögen besteuert oder man ihm enteignen wolle. Von diesem Rücktrittsrecht wurde von uns Gebrauch gemacht mit der Besetzung Thüringens. Nicht durch die Sowjets, sondern durch deutsche Kommunisten. Es waren diese deutschen Kommunisten, die meinen Großvater bei den Sowjets denunzierten aus Gründen seines Vermögens. Also aus Neid und nicht aus politischen Motiven und haben somit seine Ermordung durch die Besatzer ursächlich zu verantworten. Kein Gericht, niemand in der Politik will sich dieser Sache verantwortlich annehmen. Der Enteignungsfall meines Großvaters wurde später in 180 individuellen Gerichtsprozessen zerschlagen. Warum glauben Sie, taten Sie dies? Was waren wohl Ihre Motive? Alle großen Anwaltskanzleien sind an der Regierung beteiligt und sind nicht in der Lage, uns gegen den angeblichen Staat zu verteidigen. Was ist mit der Gewaltenteilung passiert? Es ist eine Illusion, eine Täuschung in einem Rechtssystem, da es keine Gewaltenteilung gibt. Richter und Staatsanwälte sind anderen aus der Politik verpflichtet. Wir haben eine Petition für die Überprüfung dieses Problems eingereicht, um ein Verfahren gegen die Bundesrepublik von Deutschland einzuleiten.
Meine Familie floh in das Bundesland Hessen in Westdeutschland, als die Sowjets 1945 in Thüringen einmarschierten. Mittellos, vertrieben und all ihre Rechte beraubt. Warum? 1947 hat der Thüringer Landtag, in die Wege geleitet durch die Kommunisten Eiermann und Fröhlich, nicht durch die Sowjets, ein Gesetz zur Enteignung der Thüringer Fürstenhäuser ratifiziert. Nach diesem Gesetz bis heute, da dieses Gesetz nie aufgehoben wurde, ist es uns nicht erlaubt, Eigentum zu beanspruchen. Und ob wir unsere Nationalität beraubt wurden, ist umstritten, wurde aber von Rechtsexperten bestätigt. All meine Kontaktversuche zur Aufhebung dieses Diskriminierungsgesetzes, kein Eigentum, keine Staatsangehörigkeit, beim Außenminister der Russischen Föderation Lavrov und den jeweiligen Ministerpräsidenten des Landes Thüringen verliefen ergebnislos. Sie wurden mit ausweichenden schriftlichen Antworten und ohne Kenntnis der Tatsachen seitdem negiert. Seit der Wiedervereinigung 1989-1990, mit anderen Worten seit 30 Jahren, beschäftige ich mich mit dieser Thematik und das mit meinen eigenen finanziellen Mitteln. Und heute, nach über 30 Jahren der Forschung, glaube ich, die Ursache für diese historische Entwicklung und den Zustand unserer Gesellschaftsstrukturen gefunden zu haben. Wer steckt hinter den Kriegen, den Revolutionen und wem nützen diese eigentlich? Zitat: Ich kümmere mich nicht darum, welche Marionette auf dem Thron von England platziert ist, dem Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Der Mann, der die britischen Geldmengen kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Nathan Mayer Rothschild, 1815. Die Repräsentanten der Dynastie Rothschild sind also stolz auf den Fakt, dass sie die französische Revolution und unzählige Aggressionsaktivitäten wie Kriege auf der ganzen Welt finanziert haben, mit dem einzigen Ziel, Unternehmensstrukturen und Geldgeschäfte zu erschaffen und die Monarchie zu beseitigen. Lange Zeit war das Verschulden beim Adel verpönt, was ein Dorn im Auge der Finanzmacht war und ist. Wie war es dieser freimaurerischen Finanz überhaupt möglich, die Oktoberrevolution in Russland durchzusetzen, um an die Schätze des Landes und an die Geldproduktion zu kommen? Wir wissen vom australischen Autor Christopher Clark, der in Cambridge arbeitet, dass die Deutschen nicht den Ersten Weltkrieg allein verantwortlich initiiert haben, aber ausländische Kräfte. Ich sage, es war die Interesse der internationalen Finanz, die exakt diesen Weg wollte. Deutschland zahlt heute noch dafür. Wem nutzt das? Zitat: Aus einem Papier ohne Quellenangabe mit dem Titel Novus Ordo Seclorum. Ersetzt Monarchien durch sozialistische Regierungen, darauf durch kommunistische, darauf durch despotische. Halte die Massen in Armut und lass sie unendliche Arbeit verrichten. Natürlich war auch der sogenannte Grund für den Ersten Weltkrieg die Ermordung des Kronprinzenpaares Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo durch freimaurische Logen finanziert und provoziert worden, um den Weltkrieg auszulösen. Die Briten erklärten die deutsche Handelsflotte zur Kriegsflotte und somit zur Gefahr und Kriegsgrund. Die Durchfahrt des Kommunisten Lenin durch Deutschland in einem verschlossenen Zug voller Gold und Geld geben zu denken. So auch die Ermordung des Heilers und Beraters der Zarenfamilie Grigori Rasputin durch den britischen Geheimdienst, Agent Raymond. Der letzte deutsche Kaiser verzichtete nicht selbst, sondern Markgraf Max von Baden verzichtete auf den Thron für ihn, der wiederum von den Amerikanern als Stellvertreter eingesetzt wurde.
Ja, er wurde abgedankt. All dies weiß ich aus erster Hand. Die Briten hätten den Ersten Weltkrieg nicht ohne das Kapital der USA gewinnen können, dessen Freigabe mit einer Forderung verbunden war. Die Initialzündung bestand darin, diesen Kriegszustand zu nutzen, um die Verbreitung der jüdischen Bevölkerung voranzutreiben, um einen separaten Staat für diese Bevölkerungsgruppe wie geplant zu erschaffen, was dann durch Hitler und seine US-finanzierte Souveränität gelungen ist. Warum finanziert durch die Vereinigten Staaten? Führende US-Banken und Geschäftsleute wie Henry Ford und andere Unternehmen, die Materialien und Treibstoff lieferten, halfen Hitler auf die Beine. Wie sonst hätte ein in dieser Lage befindliches Deutschland die Aktivitäten eines Herrn Hitler finanzieren können? Es war, glaube ich, 1871, als die privaten Finanzmittel der US-Kriegsparteien zur Finanzierung der Kriege verweigert wurden. Weitere Darlehen an die kriegsführende Politik gäbe es nur, wenn das souveräne Amerika zur Firma würde, was auch geschah. Seit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 war Deutschland nie wieder souverän, sondern eine Verwaltung der Alliierten in dem sogenannten Vereinigten Wirtschaftsgebiet Bundesrepublik Deutschland. Mit anderen Worten, ein Handelskonstrukt. Zitat: Deutschland ist ein amerikanisches Protektorat und ein tributpflichtiger Vasallenstaat, ehemaliger US-Sicherheitsberater Brzezinski. Der Ex-Präsident Barack Obama sagte bei seinem Besuch auf der US-Militärbase Ramstein, Zitat: Deutschland ist ein besetztes Land und wird es auch bleiben. James George Stavridis, US-Navy-Admiral, teilt im Auftrag der Alliierten Kommandantur in Berlin Folgendes mit: Den verwirrten Idioten und Besatzungsdeutschen wird zwar ständig eingetrichtert, die Bundesrepublik sei mit dem 2+4-Vertrag souverän geworden, aber das ist falsch. Das ist der Grund, warum der erste deutsche Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, Konrad Adenauer, sagte, Zitat: Wir haben kein Mandat des deutschen Volkes. Wir haben einen Auftrag der Alliierten. Das deutsche Grundgesetz ist keine Verfassung. Es wurde geschrieben von den Alliierten als Ordnungsmaßnahme zur Verwaltung des besetzten Deutschlands. Eine Verfassung kann nur initialisiert werden von einem souveränen Staat mit souveränen Bürgern. In der Charta der Vereinten Nationen wird Deutschland immer noch als Feindstaat geführt. Was bedeutet das? Die Unterzeichnerstaaten können Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat gegen den Feindstaat des Zweiten Weltkriegs verhängen, was auch ständig geschieht. Deutschland wird bis heute mangels Friedensvertrag basierend auf einer Verwaltungsstruktur der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg verwaltet. Für Westdeutschland sollten alle Hitlergesetze durch den alliierten Chefvertrag ersetzt werden. Leider ist das nicht der Fall. Hinzu kommt, dass die sogenannte BRD der Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs von Hitler-Deutschland und nicht des souveränen Kaiserreichs ist. Allein aus dieser Kausalität kann es schon keine souveräne Struktur Deutschlands geben. Bis heute wenden deutsche Finanzämter Nazi-Gesetze an, was dadurch sehr viel verursachtes Leid erklärt. I have to make a long story short. I do so. I try. Quote: During the German Socialist Party Congress. Zitat auf dem SPD-Parteitag 2010 von Herrn Sigmar Gabriel: Frau Merkel ist die Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation.
Die Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland hat weitere Firmen gegründet, die mit den uns gestohlenen Grundstücken bis heute handelt. Also komme ich jetzt zum Punkt. This is I plead in favor of a sovereign Germany. Ich plädiere für ein souveränes Deutschland und für souveräne EU-Mitgliedstaaten. Das können wir nur durch den Abschluss eines Friedensvertrages erreichen, worum ich eindringlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten bitten möchte. Diesen Friedensvertrag hat die Sowjetunion bereits 1952 angeboten und in Teilen bei der Wiedervereinigung Deutschlands erneuert. Ohne die Alliierten kann Deutschland aber keinen Friedensvertrag abschließen. Ich bitte Sie, sich für diesen Friedensvertrag Deutschlands und für den Frieden in der Welt einzusetzen. Ich danke für Ihre Geduld.